Wie manifestiere ich mir denn jetzt die Rolex? Das war jetzt einfach anstrengend und im Grunde genommen habe ich überhaupt keinen Bock darauf und ich mache das halt ja, um Geld zu verdienen. Also du hast eben gesagt, dass du als Kind schon mal so Bilder und so weiter gesehen hast. Weil im Außen ist ja gerade gar nichts mehr stabil, aber wenn ich in mir stabil bin, dann fällt es mir leichter, mit dem Außen gerade umzugehen. Was würdest du sagen, sind so die zwei wichtigsten Dinge zum Thema Manifestieren, wo du sagst, das, wenn du das machst, dann funktioniert? Nicht jeder ist dafür geeignet, jetzt ein Business aufzubauen. Also, eine neue Folge von Marc auf Reisen. Ich bin aktuell in Österreich und mache eine Ausbildung und ich habe mir überlegt, ich werde den einen oder anderen Menschen, der mir wichtig ist, von dem ich viel lernen kann, einfach mal interviewen. Und neben mir sitzt Annelies Gumpold und Annelies ist einer der wenigen Menschen, denen ich so sehr vertraue, dass sie mich selbst coachen dürfen und eine Person, von der ich ganz, ganz, ganz viel lernen durfte, vor allen Dingen zum Thema Spiritualität. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass du dir jetzt Zeit nimmst für diese Community, um uns ein bisschen was zum Thema Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und das Ganze vielleicht auch im Business-Kontext zu geben. Und ja, hallo. Hallo Marc. Schön, dass du da bist. Gleich. Mein erstes Interview, ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Wie bist du zur Spiritualität gekommen? Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, dass ich zur Spiritualität gekommen bin. Ich glaube, das war immer schon da. Schon als Kind, wo ich einfach davon überzeugt war, dass ich schon öfter auf dieser Welt war. Das war für mich ganz normal und ich allerdings als Kind auch viele Ängste hatte, weil ich ganz viel wahrgenommen habe und das noch nicht einordnen konnte. Und habe so meinen ersten Anfang 20ern dann eine Erfahrung gemacht mit einem Arzt, der mit mir die erste Rückführung gemacht hat. Und das war für mich einfach so die Bestätigung, ja, da gibt es mehr. Also für mich war das eh schon klar, aber mir konnte das nie jemand erklären oder nie jemand sagen, war einfach nie jemand da. Das war so die Bestätigung, dass es einfach mehr gibt, als das wir hier nur auf der Erde sehen und wahrnehmen. Und dann ging meine Reise los. Ich hatte dann Anfang 20 ziemlich körperliche Probleme, habe mich einliefern lassen ins Krankenhaus, haben aber natürlich nichts gefunden, weil mir fehlte ja nichts. Und dann habe ich mich auf die Reise begonnen. Ich habe ja auch Fragen gestellt, ob jemand Fragen hat. Und da kam eine Frage, sie sagte, ich finde das total spannend, was du machst und ich würde gerne auch so eine Ausbildung machen, aber ich glaube, ich kann das nicht. Also muss man dazu, so wie du sagst, du hast jetzt schon in deiner Jugend, in deiner Kindheit, weiß ich nicht, Bilder gesehen oder sowas. Gibt es Menschen, die sind geeignet und andere sind nicht geeignet? Oder? Das ist eine ganz spannende Frage und das höre ich auch immer wieder. Ich glaube, dass das nicht für jeden auf dem Weg liegt tatsächlich. Also wenn ich mich davon angesprochen fühle, wenn ich einen Zugang dazu habe oder wenn ich fasziniert davon bin, dann ist was da, was mich daran erinnert, dass da mal was war. So. Dann natürlich aber, wenn jetzt jemand keinen Zugang dazu hat oder eine ganz andere Lebensaufgabe hat zum Beispiel, weil er Freude daran hat, jemanden zu bedienen, dann ist das vollkommen der richtige Weg dafür. Also da würde ich tatsächlich unterscheiden. Ich sage auch, nicht jeder ist Coach und nicht jeder ist Trainer und nicht jeder ist Lehrer und nicht jeder ist, keine Ahnung, Hausmeister oder wie auch immer. Da darf man einfach dann schauen, wo geht mir das Herz auf? Und wenn mir das Herz aufgeht bei Energiearbeit, dann ist es mein Weg. Glaubst du, dass es wichtig ist? Also viele gucken ja den Kanal, weil sie ein Business aufbauen. Glaubst du, dass es wichtig ist, dass man irgendwie so ein Stück weit Spiritualität auch in seinem Business integriert? Das ist, glaube ich, für jetzt und für die Zukunft tatsächlich auch das A und O. Also Spiritualität ist für mich natürlich ganz viel Energiearbeit oder hauptsächlich Energiearbeit. Es ist das, dass ich daran glaube, dass es etwas Höheres gibt, was bestimmte Dinge einfach ins Lot bringt oder nicht ins Lot bringt. Aber ein ganz großer Teil ist einfach aus dem Herzen heraus zu handeln. Also nicht aus dem Ego, aus dem Verstand heraus, sondern aus dem Herz heraus. Und wenn ich ein Business habe und ich bin davon zu 100% überzeugt und ich glaube, dass das die Zukunft sehr prägen wird, dass wenn ich aus meinem Herzen heraus ein Business aufbaue und nicht aus dem Ego heraus, dann wird es erfolgreicher. Wenn ich es aus dem Ego heraus mache, um irgendjemandem was zu beweisen, wird es nicht funktionieren. Also ich glaube das nicht. Es wird vielleicht am Anfang funktionieren, weil einfach noch viel Energie drin ist, aber irgendwann wird die Energie immer weniger und das Ding wird brechen. Also weil die Zukunft, die hat auch eine ganz andere Form der Energie und die Werte verändern sich ganz stark.
Also die Werte, die wir jetzt haben oder vor 10 Jahren hatten, die werden in Zukunft nicht mehr gelten. Also das wird schon noch ein bisschen dauern, aber das verändert sich ganz stark. Deswegen ist es unumdingbar, dass man Spiritualität mit ins Business reinbringt. Das ist ganz wichtig. In dem Sinne, für mich jetzt habe ich das so verstanden und ich gebe dir zu 100% recht, ich habe das schon immer gesagt. Du kennst ja auch Katrin, meine Follower kennen sie auch alle. Die hat nämlich eine erfolgreiche Hundeschule, ihr wisst. Und sie hat immer aus dem Herzen heraus agiert. Sie wollte nie erfolgreich damit werden, sie wollte nie reich damit werden und hat es einfach getan, weil ihr die Tiere am Herzen lagen und sie was für die Tiere gut tun wollte und ist damit super erfolgreich geworden. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, dass ich auf mein Herz höre. Ja. Was sagt mein Herz mir? Was ist das, was mich zu 100% erfüllt und daraus mein Business kreiere? Genau. Und vielleicht ist es auch okay, wenn ich Angestellter bin und diene oder was auch immer. Es muss nicht immer eine Selbstständigkeit sein, sondern man muss einfach aus dem Herzen heraus agieren. Genau. Das ist im Grunde, nicht jeder ist dafür geeignet, jetzt ein Business aufzubauen. Mhm. Man muss einfach auch ein bisschen unterscheiden, ne? Wo wirke ich am besten? Und wenn ich am besten wirke, und Angestellter ist jetzt ein blödes Wort, das sage ich mal, als Mitarbeiter zu wirken, weil ich da mitarbeiten kann und dadurch viel in eine Firma reinbringen kann, ist es viel mehr wert, als wenn ich mich abracke und selbstständig ein Business aufbaue, weil es vielleicht nicht auf meinem Weg liegt. So das ist gerade auch so ein bisschen der Trend, alle selbstständig zu werden, aber es ist nicht zwingend notwendig. Und was ich auch beobachtet habe, ist, dass wenn ich mein Herzensbusiness mache und wenn ich aus dem Herzen heraus mein Unternehmen aufbaue oder mitarbeite, dann ist das Geld kein Thema mehr. Mhm. Weil es folgt einfach, also das Geld folgt einfach meinem Herzen und meiner Freude. Ja. Und zudem ist es auch so, dass mich dann, das heißt jetzt nicht, dass Geld nicht sein darf, auf jeden Fall gehört zu unserer dualen Welt einfach dazu, zu unserer materiellen Welt dazu. Das ist auch wunderbar, können wir ganz viele Dinge damit machen. Aber es hat einen ganz anderen Stellenwert, weil dann diene ich dem Menschen, also mein Anliegen ist es, dem Menschen zu dienen, dem Menschen was Gutes zu tun. Und das Geld ist, folgt diesem Dienen dann einfach. Aber der Hauptgrund, warum ich meinen Job mache, sind die Menschen und nicht das Geld. Energiearbeit ist zum Beispiel, wenn ich lerne, mit Energie umzugehen. Es ist ja alles Energie. Der Stuhl ist Energie. Das heißt, für mich heißt das immer, eine Energie entsteht oder eine Vision entsteht aus einer Energie heraus oder eine Energie entsteht aus einer Vision heraus. Weil zuerst war der Stuhl eine Vision eines Menschen, der einfach eine gute Eingabe hatte und das vor sich gesehen hat. Und das ist ja, dann ist es ja noch Energie. Unsere Gedanken sind ja dann noch Energie. Und dann holt er das in die Materie und baut diesen Stuhl. Deswegen das ist nichts anderes als gefestigte Energie. So wie halt jedes Haus, ja, alles, was wir mit unseren Händen auch bauen. Das heißt, die Energie ist erst mein Gedanke. Und aus diesem Gedanken erschaffe ich, kreiere ich. Genau. Wenn du meine Kurse besuchst, dann ist es so, dass ich dir zuerst mal einen Zugang dazu erschaffe, was ist überhaupt Energie und lerne überhaupt mal Energie zu spüren und die wahrzunehmen und dann mit Energie zu arbeiten. Mhm. Was wir machen, ist mit Energie arbeiten. Das heißt, wir lassen praktisch über unserem Herzen, also das Herz ist die Verlängerung unserer Arme und darüber lassen wir einfach Energie einfließen. So. Das heißt, da sind wir wieder beim Herzen. Alles, was ich aus Liebe mache, ob das jetzt Kochen ist, Putzen ist, Unterrichten ist, ist wurscht, wenn ich das aus dem Herzen heraus mache mit meinen Händen, das ist eine ganz andere Qualität, als wenn ich sage, ich habe keinen Bock drauf oder mache ich halt, weil ich halt keine Ahnung, viel Geld damit verdiene, aber der ganze Rest interessiert mich nicht. Dann schmeckt das, hat zum Beigeschmack. Das kennst du sicher, wenn du kochst und richtig gerne kochst, dann schmeckt es ganz anders, als wenn du es nur so hinwirfst und sagst, ja, beeile ich mich mal. Und zudem wirkt es natürlich anders auf mein ganzes Energiesystem. Also du hast eben gesagt, dass du als Kind schon mal so Bilder und so weiter gesehen hast. Und das wäre ja etwas, was man als Intuition beschreibt vielleicht. Also dass so Bilder einfach kommen, ist das Intuition? Intuition ist immer so unser erster Impuls, den wir bekommen, den wir leider zu wenig befolgen. Also wenn wir immer unserem ersten Impuls folgen, unserer Intuition folgen, das ist der Impuls, der immer aus der Seele kommt, dann werden wir uns ganz vieles im Leben vereinfachen. Weil alles, was danach kommt, ist einfach der Verstand. Aber wir sind auch so konditioniert, auf diesen Verstand zu hören. Genau, erstmal wollte ich fragen, ob diese Bilder, die man bekommt, ob das Intuition ist. Also ist das so eine Form des ersten Impulses? Das kann eine Form des ersten Impulses sein, weil wir unterschiedliche Wahrnehmungsebenen haben. Also wir hören, wir fühlen, wir sehen, wir spüren, wir schmecken, wir riechen. Also das ist ja ganz breit gefächert. Und je nachdem, und wenn ich jetzt zum Beispiel das Sehen mehr ausgebildet habe in meiner Intuition, dann kann ich einfach besser Bilder sehen. Und dann kriege ich meine Informationen über Bilder. Wenn ich jetzt jemand bin, der gut hört oder das auf das Hören ausgelegt ist, dann höre ich bestimmte Dinge einfach, die halt nicht von dieser Welt sind. Oder wenn ich fühle,
das stärker ausgeprägt habe, dann fühle ich einfach die Dinge und weiß manchmal schon im Vorfeld, das fühlt sich nicht gut an oder das fühlt sich gut an. Und so macht es eben dann die Unterschiede. Also es kann aber auf jeden Fall eine Form sein, ja. Mhm. Und bist du auf dieser Welt, um anderen Menschen den Zugang dazu zu geben? Oder was ist deine Aufgabe? Würde ich schon dazu sagen, dass das ein Teil meiner Aufgabe ist, solange ich Freude daran habe. Mhm. Und solange mein Herz da mitspielt, ist es sicherlich ein großer Teil davon, ja. Mhm. Machst du auf jeden Fall sehr gut. Ich habe schon sehr, sehr viel gelernt. Aber ich habe noch eine Frage. Und zwar, mit dieser Intuition habe ich manchmal so meine Herausforderung. Und da habe ich letztens auch ein Video zu gemacht, hör auf dein Herz. Also wenn dein Herz dir sagt, mach das und das, dann mach das einfach. Und dann hat jemand geschrieben, ja, ich studiere gerade, aber mein Herz sagt mir, ich sollte Koch werden. Ich habe total Spaß daran, Koch zu werden. Und was ist aber, wenn ich dann jetzt Koch werde und nächste Woche sagt mein Herz mir, ich soll Bankberater werden? Ich glaube, dass das eher nicht der Fall sein wird. Okay. Glaube ich auch. Wenn mein Herz sich in der Küche sieht und sich beim Kochen sieht und da Freude dabei hat, dann wäre es sinnvoll, das zu machen. Mhm. Oder zumindest die Ausbildung oder das Studium abzuschließen und dann Koch zu machen. Also, aber wenn es herrscht schon. Aber das springt nicht so rum. Ja, okay. Und gibt es so eine Art der Überprüfung, dass ich also irgendwie so überprüfen kann und sagen kann, okay, ich koche jetzt einfach einmal in der Woche und gucke, wie ich mich fühle und zum merke, Beispiel. Ob das wirklich stimmt? Also zum könnte man Beispiel. Das so überprüfen, ob das die echte Intuition ist oder der Verstand? Also ich habe so ein bisschen die Schwierigkeit, wie kann ich unterscheiden, erzählt mir das jetzt mein Kopf oder ist es wirklich mein Herz? Mhm. Und auch da, wenn du Freude daran hast, was du machst, dann ist es 100% deine Intuition. Mhm. Also wenn du, das kennst du ja, du kennst das ja, wenn du was machst aus einer Freude, Begeisterung und Freude ist ein Unterschied. Mhm. Begeisterung kann manchmal so ein Strohfeuer sein. Das sollte man dann nachgehen. Also wenn die Begeisterung länger anhält, dann ist es auf jeden Fall das Herz. Aber manchmal hat man so Ideen, die man machen könnte, weil man halt sich sucht. Dann probiert man so bestimmte Dinge aus. Mhm. Aber wenn du, keine Ahnung, einmal die Woche kochst und du hast Freude daran, und Marc, du kennst das. Ja, ich kenne das sehr gut. Da geht dein Herz auf, da kommt dir vor, du kannst die ganze Welt umarmen, da ist alles, bist du mit allem verbunden, da spürst du alles, dann kann es nur aus dem Herzen kommen. Und ansonsten, wenn es nicht aus dem Herzen kommt, dann ist es anstrengend, dann ist es mühselig, dann bist du viel mehr müde. Und bist du sonst zwar auch, aber diese Müdigkeit ist eher so, boah, ich habe heute viel geschafft, das tut mir gut. Und ansonsten eher so eine Müdigkeit von, puh, das war jetzt einfach anstrengend. Und im Grunde genommen habe ich überhaupt keinen Bock darauf. Und ich mache das halt ja, um Geld zu verdienen. Was ich ja in der heutigen Zeit, kann ich das natürlich sehr verstehen. Und es ist auch mutig, seinen Herzensweg zu gehen, weil das ist einfach ein Weg, den noch keiner gegangen ist. Dann gehst nur du. Das sind deine Fußstapfen. Ja. Und alle anderen Kopfgeschichten, die sind schon einmal gegangen worden, aber die führen dich halt nicht immer zu deiner Erfüllung. Also du solltest schon dein Herz damit reinbringen. Okay, eine Frage, also ich habe noch zwei oder drei Fragen, aber eine Frage darauf direkt. Und wie schaffe ich es denn, das Vertrauen zu haben, das wirklich zu machen? Weil meistens ist es ja, dass man es sich nicht traut. Mhm. Wie schaffe ich es, dass ich dieses Vertrauen habe, zu sagen, okay, ich gebe jetzt meinen gut bezahlten Job auf, weil ich meinem Herzensweg folge und nochmal eine Kochausbildung mache oder was auch immer? Das ist konditionieren natürlich, ne? Weil wir sind ja so erzogen worden, dass du das machen musst, was einfach auch vielleicht die Gesellschaft hergibt oder die Familie hergibt oder weil es gerade so richtig ist oder weil das alle machen. Und das ist sehr mutig, seinen eigenen Herzensweg zu folgen. Da würde ich tatsächlich empfehlen, an diese Glaubenssätze zu arbeiten. Das ist so ein Standard. Du musst das und das und das machen. Die Eltern meinen es ja dann auch gut damit. Das ist ja jetzt nichts. Es ist halt einfach so. Und daher kommt das dann. Gibt es einen zu spät? Oder würdest du sagen, einen zu spät? Also kann man jetzt mit 60. Du kannst auch mit 80 noch dein Leben ändern. Ja. Definitiv. Und ich glaube, und es ist auch immer lohnenswert. Also ist meine Meinung zumindest einfach, egal wann du dich dazu entscheidest, glücklich zu sein und aus der Freude zu folgen, es wird sich immer lohnen, egal wie alt du bist oder in welcher Situation du gerade bist. Du hast damals, als du jung warst, hast du so Bilder bekommen, manche fühlen Dinge. Das ist ja das, was man allgemein so auch ein bisschen als Hochsensibilität bezeichnet. Du hast auch gesagt, dass dir am Anfang schwer gefallen ist, weil niemand da war, der dich irgendwie verstanden hat oder so. Wie kann ich jetzt, wenn ich so ein hochsensibler Mensch bin, würdest du dann empfehlen, mach auf jeden Fall eine Ausbildung oder such dir einen Trainer, einen Coach, der dir dabei hilft? Oder wie kann ich mit dieser Hochsensibilität im Alltag umgehen? Weil die Gesellschaft checkt es ja manchmal einfach nicht. Nein, du checkst es ja auch selber nicht. Ja, okay. Wenn du auf die Welt kommst und so stark alles wahrnimmst
Und, aber du keinen in deinem Umfeld hast, der dich da irgendwo versteht oder mit dem du darüber sprechen kannst oder dich traust, damit darüber zu sprechen, dann versteckst du das natürlich. Und dann beginnst du dich zu konditionieren. Weil du das Gefühl hast, einmal nicht hierher zu gehören, du bist nicht richtig, du grenzt dich aus, du bist einfach anders. Das sind meistens so die Menschen, die das Gefühl haben, sie sind anders oder sie gehören nicht hierher. Und dann merkst du das und dann beginnst du aber, dich zu drehen in eine Kopfgeschichte, weil du mit deiner Hochsensibilität hier einfach nicht weiterkommst. Das heißt, oder zum Beispiel, das ist auch so ein Beispiel, ah, sei nicht so sensibel oder sei nicht so zimperlich oder so. Das ist natürlich Gift. Das ist extremes Gift, weil dadurch sagst du mir ja dann, ich bin nicht richtig. Und dann packst du das einfach irgendwann weg. Dann versteckst du das. Und das ist etwas, was sehr viel verbreitet ist tatsächlich. Ganz viele Menschen sind hochsensibel. Und wenn du das nicht leben kannst, das kann dann schon auch so in tiefe Selbstzweifel einfach auch jemanden führen. Dann musst du aber mal verstehen, dass, musst du dich wieder daran erinnern, dass da ja mal was war, dass du im Grunde immer dieses Gefühl hattest. Und dann kannst du langsam wieder zu dir stehen, würde ich einfach sagen. Also wirklich zu sagen, okay, ich suche mir jemanden, wie du gesagt hast, ich suche mir jemanden, der mir hilft, meine Hochsensibilität wieder zu entfachen, wieder rauszupacken, dass ich wieder Vertrauen bekomme, auch ein bisschen so in die Menschheit. Das hat auch damit ein bisschen zu tun mit meinem Umfeld, dass ich da wieder Vertrauen kriege und damit ich wieder ich werde. Weil sonst bin ich, also Menschen, die hochsensibel sind und die das verstellt haben, die sind meistens nie wirklich sie und die richten sich ganz stark nach anderen Menschen. Also die orientieren sich auch nach anderen Menschen, weil sie sich einfach verloren haben. Aber da gibt es ganz viele Wege tatsächlich. Und ganz wichtig finde ich, wenn jemand hochsensibel ist, auf wirklich diesen spirituellen Weg zu gehen, schon auch wichtig, erdig zu sein, weil ich brauche Erde, weil wenn ich nur da oben rum bin, das ist wie eine Flucht, dann haue ich ab, das ist auch nicht gut. Ich brauche die Erde, ich brauche den Boden, um gut wachsen zu können. Das ist wie ein Kind, das braucht ein gutes Fundament von den Eltern, damit es dann sicher und stabil wachsen kann. Und so ist es in der Spiritualität auch. Und auch für Hochsensible ist es so. Die brauchen ein starkes Fundament, damit sie nach oben hin wachsen können. Was meinst du damit? Also was wäre jetzt ein starkes Fundament? Ein starkes Fundament ist das Vertrauen bekommen wieder. Vor allen Dingen aber Vertrauen in mir. Wir haben so dieses Bild mitbekommen, Vertrauen im Außen zu suchen. Ich versuche Vertrauen in dir, ich suche Vertrauen in meinem Haus, in meinem Job. Das ist ein bisschen der verkehrte Weg. Und das sehen wir auch jetzt gerade durch diese 2 Jahre, durch die wir da durchgegangen sind, dass wir uns letztendlich nur auf uns selber verlassen sollten und in uns Vertrauen bekommen und in uns stabil werden. Weil im Außen ist ja gerade gar nichts mehr stabil. Aber wenn ich in mir stabil bin, dann fällt es mir leichter, mit dem Außen gerade umzugehen. Also das heißt, diese innere Stabilität wieder zu finden, dieses Vertrauen in mir selber zu finden, dass ich so wie ich bin oder so wie ich als Kind war oder wie ich geboren bin, dass ich genau richtig war. So. Das heißt, Vertrauen in mir selber aufzubauen und Vertrauen in meinem Sehen, in meinem Fühlen, in meinem Spüren, in dem, was ich wahrnehme. Sich ein gutes Umfeld auch schaffen, wo ich mich wohlfühle, ganz wichtig auch. Wo es auch okay ist, dass du so bist, wie du bist, in deiner Hochsensibilität. Genau. Spannend. Arbeite ich gerade an einem tollen Projekt, aber erzähle ich natürlich noch nichts von. Es gibt natürlich hier in den Shownotes auf jeden Fall die Möglichkeit, Kontakt zu dir zu finden. Wir werden da alle Kontaktmöglichkeiten, die öffentlich sind, Anneliese ist ein Superstar, müsst ihr wissen, also alles, was öffentlich ist, werden wir da unten reinpacken, Newsletter, wie auch immer man dich kontaktieren kann. Ich kann alles, was du tust, von ganzem Herzen empfehlen. Ihr wisst, ich empfehle nur die Dinge, von denen ich wirklich zu 100% überzeugt bin. Und wenn ich jemanden mich coachen lasse, dann ist sowieso, da muss ich wirklich, wirklich, wirklich ganz sicher sein, dass das was Gutes ist. Und das bin ich mir bei dir. Extra zum Schluss kommt die. Manifestieren. Also du hast ja gesagt, man hat eine Vision, es ist irgendwie Energie und dann wird daraus ein Stuhl. Das ist ja irgendwie wie manifestieren. So, das ist ja so ein Begriff, der irgendwie in aller Munde ist. Manifestier dir Geld, manifestier dir eine Uhr, manifestier dir deine Freundin. Was würdest du sagen, sind so die 2 wichtigsten Dinge zum Thema manifestieren, wo du sagst, das, wenn du das machst, dann funktioniert's. Und während du darüber nachdenkst, ihr könnt mal, ich werde Anneliese noch das ein oder andere Mal in diesem Leben sehen. Und wenn ihr sagt, dass das der absolute Hammer war, dieses Interview, ihr aber noch Fragen habt, dann packt die bitte in die Kommentare. Vergesst auf gar keinen Fall, das Ding zu abonnieren. Aber packt die in die Kommentare und dann werden wir in 4 bis 6 Wochen oder so nochmal ein Video aufnehmen und euch eure Fragen beantworten. Aber jetzt erstmal, wie manifestiere ich mir denn jetzt die Rolex? Die kann... ja, auf jeden Fall nicht aus dem Ego heraus. Aha.
Das funktioniert tatsächlich nicht. Da bin ich auch wieder beim Herz. Also alles, was du aus deiner Freude heraus manifestierst, keine Ahnung, du stellst dir zum Beispiel vor, boah, ich hätte gerne, nicht jetzt. Mhm. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wenn wir das jetzt wollen, das jetzt geht zu schnell, das wird nicht funktionieren. Mhm. Aber das kann schon funktionieren, aber in den meisten Fällen funktioniert es halt nicht. Dann stellst du dir so einfach mal wirklich zuerst vor, wie soll denn das Haus ausschauen? Und was ganz wichtig ist, du musst dich schon darin sehen, wie du dich drin bewegst und das immer und immer wieder. Und dann aber gleichzeitig wieder loslassen. Mhm. Und nicht darauf verharren, das muss jetzt sein, weil wenn es sein muss, also wenn du Energiearbeit machst und manifestierst und Spiritualität und so weiter, funktioniert das Ego nicht. Und das muss nicht. Es muss jetzt unbedingt sein, weil das Universum sagt dann, nö. Mhm. Entweder du handelst aus dem Herzen heraus und dann beschenken wir dich mit allem, was wir haben. Aber wenn das dein Ego ist, aus dem Ego heraus, beschenken wir dich nicht. Okay. Du kannst natürlich schon, also wir manifestieren ja täglich. Ja. In unterschiedlichen Bereichen. Und es gibt Menschen, die können auch aus dem Ego heraus manifestieren, aber das sind dann die, wenn du die beobachtest, die haben dann nie genug. Mhm. Und ich soll hier nicht aus dem Mangel heraus manifestieren, sondern aus meiner Fülle heraus manifestieren. Weil wenn ich aus der Fülle heraus manifestiere, dann habe ich viel mehr Freude daran und dann ist auch genug. Und wenn ich aus dem Mangel heraus manifestiere, dann ist einfach nie genug. Und das macht dich nicht glücklich. Und das heißt, wenn ich Mangel habe, dann habe ich eine Leere in mir und probiere das mit dem Außen, was ich mir reinhole, mich damit zu füllen. Und das funktioniert, aber es macht dich nicht glücklich. Und manifestieren soll ich glücklich machen. Okay. Gibt es noch etwas, das du loswerden willst, was gerade so vom Universum in dich reingeschickt wird? Ja, ich glaube, das heißt, ich glaube, ich bin einfach schon davon überzeugt, dass wenn wir uns alle wieder mehr daran erinnern, wer wir wirklich sind, so in unserer Essenz, in unserer Seelenessenz, dass wir darüber einfach viel mehr Frieden in uns finden. Und dass dieser, diese Hass, die wir alle haben und dieses schnell, schnell, dass sich das beruhigt und wir viel, ja, in einer coolen Sprache gesagt, viel gechillter ins Leben reingehen können. Mhm. Und weil sonst geht es irgendwann auf die Gesundheit und das wäre dann blöd. Also wie gesagt, wenn wir uns mehr daran erinnern, dass da noch mehr gibt und dass wir letztendlich alle verbunden sind mit einem höheren Selbst oder mit unserem höheren Selbst, dass es da einfach das Leben leichter und einfacher wird. Ein anderes Verständnis dafür bekommen für ganz viele Dinge. Mhm. Ja. Toll, danke. Danke dir. Tschüss, schönes Leben. Happy life.